Wenn Sie ein Mindestmaß an Ordnung halten würden, könnten Sie relativ viel Zeit sparen. Lust auf ein Käffchen? Nein, danke. Die Elektrik im Anbau, also in meinem Haus, das zurzeit von Frau Kieper bewohnt wird, ist in bedenklichem Zustand. Ich fürchte um meine Gesundheit und möchte Sie engagieren, das so schnell wie möglich zu beheben. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ich habe Christina schon 1000 Mal angeboten, ihr die Elektrik zu machen. Aber nein. Das macht Thomas. Der ist der Mann im Haus. Dann können Sie die Elektrik ja jetzt machen, wo Thomas gestorben ist. Mein herzliches Beileid. Aber es tut mir leid, ich kann die Elektrik trotzdem nicht machen. Warum? Weil Christina meine beste Freundin ist und die mich vierteilt, wenn ich irgendwas mache, was du beauftragt hast. Für mich wäre das ja nichts. Also, 2 Frauen ist echt schon eine krasse Nummer. Und dann weiß die eine davon nichts? Naja, aber Christina hat ja auch nie gewollt, dass sich Thomas von ihr trennt. Sie wollte immer nur, dass er hundertprozentig hier ist, wenn er hier ist. Wieso müssen alle Leitungen erneuert werden? Weil die hier raus müssen. Dein Mann, der wusste nicht wirklich, was er tat, als er das hier verlegt hat. Geh schon rein. Ich gehe davon aus, dass Sie die Sicherung vorher rausgemacht haben. Oh, nee. Das habe ich jetzt vergessen. Alles gut. Oh Gott, du müsstest sein Gesicht sehen. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Ach komm. Du hast auch jedes Recht, dieser Welt stinkend sauer auf sie zu sein. Aber eigentlich ist sie echt ein feiner Mensch. Also sei nicht ganz so hart wie ihr, okay? Ist irgendwas? Thomas ist jetzt seit 5 Monaten, 3 Wochen und 2 Tagen tot. Und ich habe inzwischen ein großes Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Okay. Klar. Ja, hat ja jeder Bedürfnisse. Wäre es möglich, jetzt Sex zu haben, oder würde das Ihren Zeitplan durcheinanderwerfen? Ja, aber kein vielleicht, keine Ahnung. Wir können auch nur küssen, wenn Sie möchten. Nee. Und jetzt vögelst du noch meinen besten Freund. Moment, wir hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Nee, das stimmt, da hat sie recht. So weit. Ja, das kannst du nicht da raushalten, das geht dich nichts an. Wieso geht mich das nichts an? Sag mal, spinnst du? Ihr spinnt doch beide echt total. Kommt nicht mal klar miteinander. Mann! Nicht schlau ist der. Ich glaube, die mag mich wirklich, aber dann ist sie plötzlich wieder so weit weg. Früher haben wir uns viel öfter gesehen. Du meinst, wenn du dich wieder bei mir ausgeheult hast, weil du Stress mit Thomas hattest? Ja, was? Ja, ist okay. Es dreht sich nicht immer nur um dich, Christina ja, Kieper. Ja, ist gut, ist gut.